Hallo Modellbahnfreunde, herzlich willkommen hier wieder auf dem Kanal von DS Mover TT. Gestattet mir, bevor wir zum heutigen Thema gleich gelangen, mich erst einmal in persönlicher Angelegenheit ganz recht herzlich beim Modellbahnfreund Schienenläufer zu bedanken. Seinen scharfen, wachsamen Augen ist es nicht entgangen, dass mir ein ganz gravierender Fehler bei der Kellerausgestaltung der Wohnblöcke passiert ist. Und zwar hatte ich straßenseitig, ich weiß auch nicht mal, warum ich das im Nachhinein nicht einmal gesehen habe. Ich hatte straßenseitig alle Keller überhaupt nicht abgedunkelt, sodass also überall die Beleuchtung zu sehen war. Wie hier in dem Video jetzt zu sehen, erfolgte danach sofort die Änderung. Also noch einmal auf diesem Wege recht herzlichen Dank für diesen Hinweis. So, Freunde. Wenn euch dieses Video gefallen sollte, könntet ihr ja vielleicht einen Daumen nach oben drücken oder vielleicht noch besser für ein Abo wäre ich euch sehr, sehr dankbar. Und damit kommen wir zum heutigen Thema Miniaturfiguren und das unabhängig von den Spurweiten oder von den Maßstäben, egal ob ihr die Spurweite N habt mit 1:160, TT 1:120 oder H0 mit 1:87 oder wie sie nicht alle heißen. Diese hier von mir gegebenen praktischen Tipps könnt ihr bei allen Spuren anwenden. Viel Spaß, gute Unterhaltung. Warum sich also die Mühe machen und Figuren selbst anfertigen, wenn man doch auch auf bekannte Figuren aus dem Modellbahnbereich zurückgreifen kann. Ja, ich habe das bei einigen Modellbahnfreunden schon gesehen, dass man dann eben mit dem Skalpell die Arme abgeschnitten hat, Beine abgeschnitten, Kopf anders positioniert und so weiter und so fort in Nachhinein der Figur eine andere Farbgebung verpasst hat und schon hatten die Figuren ein ganz anderes Aussehen. Ja, aber vom Detail her gesehen muss ich sagen, stellen diese Figuren nicht das dar, was ich eigentlich wollte. Wir werden dann nachher, wenn wir zu bestimmten Figuren nochmal kommen, ich zeige das dann ganz genau nochmal darauf eingehen. Und ihr werdet sehen, dass die Figuren ganz anders gestaltet und auch dargestellt werden können. Hier in meinen Bildern seht ihr also bestimmte Figuren. Angefangen hatten wir vorhin mit der jungen Frau, die eben oben auf dem Treppenabsatz noch steht und ihrem Liebsten schon zuwinkt, weil sie eben mit dem Zubringer zu gekommen ist. Die nächste Dame kam unten aus dem Tunnelbereich hervor, ist mit dem Fahrstuhl nach unten gefahren. Dann hatten wir die zwei Joggerinnen. Besonders viel Gestaltung habe ich vorgenommen und Wert auch darauf gelegt bei der Anbringung von Personen in meinem Badebereich bzw. meinem Naherholungsgebiet. Ich habe dann auch kleine Tiere extra dann noch einmal entworfen, diese allerdings dann nicht. So, ja, und dann ging es ganz speziell um eine Situation und zwar eine sogenannte Hochzeitsgestaltung. Da hatte ich mir überlegt gehabt, was brauche ich für eine Hochzeitsgesellschaft? Natürlich zuallererst ein Brautpaar, ein Brautauto und einen Schornsteinfeger. Ganz viele nette, liebe Gäste, die geladen worden sind. Eine Fotografin noch dabei, die dann eben die Hochzeitsbilder angefertigt hat. Ja, und dann der schwerwiegendste Punkt, der mich eigentlich dazu bewogen hat, diese Figuren selbst herzustellen im 3D-Druckverfahren, war leider die Tatsache, ich habe für mein Feuerwehrgebäude über ein Jahr hinweg keine Möglichkeit gehabt, irgendwelche Feuerwehrmänner käuflich zu erwerben. Diese sind ganz einfach und waren es auch so lange nicht lieferbar. Ja, eigentlich schade. So, und deshalb habe ich mich dann an das 3D-Druckverfahren herangemacht, habe entsprechende Programme durchforstet und bin dann MakeHuman und Blender gestoßen. Und nachdem ich diese Programme sehr genau
getestet habe, Vielfältigkeit, Möglichkeiten. Kostenpflichtig war natürlich auch mit eine Frage gewesen. Also es handelt sich ja bei beiden um eine kostenfreie Version. So, ich habe also dann diese beiden Programme für mich favorisiert und sozusagen damit meine Figuren entworfen, sowie dann später auch hergestellt. Wir befinden uns jetzt hier bei Megumin. Ihr seht ja also schon, nach Öffnen ergibt sich erst einmal eine neutrale Figur. Ihr könnt hier oben das Geschlecht noch bestimmen, ob Frauchen oder Männchen. Wir lassen es mal bei einer Frau. Es gibt dabei noch andere Varianten. So, müsst ihr nochmal zurückgehen. Zu allgemein nehmen wir mal an, ihr wollt eine Frau machen und euch ist der körperliche Umfang ganz einfach zu gering. Habt ihr eben die Möglichkeit, das alles hier noch etwas anzupassen. So, aber wir wollen ja, es geht ja hier eigentlich nur um eine Demonstration. Das heißt also, wir wollen einen männlichen Körper anfertigen und das in der Form eines Feuerwehrmannes. Gesicht, Rumpf, Arme, Beine, alles ist noch möglich. Wir lassen das alles mal außen vor, wobei man bei Gesicht natürlich auch ein kleines bisschen Alter wäre vielleicht noch interessant. Also wenn ihr einen etwas älteren Herrn darstellen wollt, könnt ihr hier diesen Schieber ganz einfach nochmal verstellen. Der wäre jetzt 59 für Feuerwehr, sagen wir mal das goldene Alter. 34 Jahre. Gut. So, Gesichtsmöglichkeiten von Änderungen, Rumpf, Arme, Beine und so weiter und so fort. So, wir wollen einem Herrn ganz einfach erstmal Haare geben. Suchen uns dazu die entsprechenden Haarfrisuren heraus. Nehmen den oder ja, den nicht gerade. Gut, sagen wir mal Short 2. So, dann müssen wir ihm Kleidung verpassen. Da gibt es vom Sanitäter Arbeitsbekleidung, einmal für Männer, Hose, Frauenhose. Männerjacken, Frauenjacken. Wir verpassen ihm eine Männerjacke und eine Männerhose, entsprechende Arbeitsschuhe. Mal schauen, wo wir die haben. Da nehme ich immer gern die Reiterstiefel, weil die sind etwas klobig. Ach, Bikerstiefel, Entschuldigung. Die sind also etwas klobiger. Sehen schon so ein bisschen aus, auch in der Form dann wie ein paar Arbeitsschuhe. Dann brauchen wir einen Helm. Mal gucken, wo wir den Helm haben. Da verwende ich den Stahlhelm, weil das fällt bei diesen kleinen Figuren ja nicht auf. Wir gucken erstmal hier. Ne, das wäre falsch. Das nehmen wir nicht. Mir ging es jetzt ganz einfach nochmal um den Nackenschutz. Wo haben wir den Stahlhelm? Ja, also vorhin hatte ich ja die Taucher gezeigt. Ihr habt ja ebenfalls die Taucheranzüge mit Hose und mit Oberteil. Selbst eine Augenklappe könnten wir ihm verpassen, müssen wir aber nicht. Wo habe ich denn den Stahl? Hier ist der Stahlhelm. So, einmal kurz angeklickt und schon hätten wir die Figur so an und für sich fertig. Natürlich kann man jetzt noch bei Posieren oder muss man posieren und animieren. Gerade zur Weiterverarbeitung oder zur Nachbearbeitung ist es ganz wichtig, dass ich Game Engine auf jeden Fall aktiviere, weil dann bekomme ich die Skelettanzeige mit dazu und die brauchen wir dann auch für das nächste Programm. So, da kann ich rausgehen. Dann habe ich die Möglichkeit, mir schon vorliegende Posen ganz einfach runterzuladen. Da gibt es also sitzende, stehende, sportliche Posen dazu und so weiter und so fort. Jede Menge. Und wir nehmen uns ganz einfach mal eine stehende Pose. Nach Möglichkeit den mit Fingerzeig. Der ist hier, Standing. So, dauert ein kleines bisschen. Ups, da haben wir ihn schon. Also,
Oberfeuerlöschmeister mit einer Instruktion an seine Kameraden. So, diese ganze Datei gilt es jetzt zum einen abzuspeichern. Das mache ich dann eben über den Reiter Speichern, gebe hier oben meinen Namen ein, bestimme meinen Ordner, wo alles abgespeichert werden soll und speichere diese ab. Ich habe das allerdings schon gemacht, deshalb nehme ich das jetzt nicht vor. Was, ihr habt zwar dann das Modell gespeichert, aber zur Nachbearbeitung ist es unbedingt wichtig, dass ihr die Filmbox-Datei nochmal exportiert, das heißt anklicken, dann auch wieder einen Namen eingeben, schauen notfalls in das Verzeichnis rein und die ganze Datei exportieren. Ich mache das jetzt nicht, ich habe das alles schon. Das wäre also praktisch zum Programm Make Human. Ja, als Zusatz noch, beziehungsweise als Anmerkung, also wenn ihr im Nachhinein dann alles abgespeichert habt, eure ganzen Figuren, dann findet ihr Dateien laden hier auf der rechten Seite eine Auswahl aller von euch erstellten Figuren. Nicht? Also jetzt, ich sage mal ja, den brauchen wir jetzt nicht. Wir laden den jetzt einfach mal. Ein Feuerwehrmann gerade stehend oder einen, der eben gerade nach dem Schlauch greift. Also hier soll dann irgendwann unten mal der Schlauch rein mit Spritze und so weiter und so fort. Alles Mögliche, was ich eben hier habe. Habe dann auch meine Joggerin hier. Die Dame als laufend. Also das geht euch alles nicht verloren. Ihr habt im Nachhinein immer wieder noch die Möglichkeit, auf eure erstellten Dateien irgendwann dann wieder einmal zurückzugreifen. Hier haben wir zum Beispiel noch ein hübsches Fräulein mit einer entsprechenden Pose und Sonnenbrille und einer Tasche. Dauert nur ein bisschen. So, also ein hübsches Frauchen sozusagen. Ach, der lädt noch. Er will noch nicht. Umhängetasche ebenfalls bei Kleidung herausgenommen, die Shorts rausgenommen, das Spaghetti-Shirt rausgenommen, die Kopfbedeckung rausgenommen, die Haare hinzugefügt, die Sonnenbrille ebenfalls bei Kleidung gefunden und hinzugefügt. Die Tasche wird selbstständig an der entsprechenden Position vom Programm her eingefügt. Hier unten habe ich dann die Sommer-Sandaletten oder beziehungsweise Badelatschen oder wie auch immer angewählt. Und so kann ich das dann abspeichern, exportieren und mir ausdrucken lassen. Ja, meine Vielzahl ist dann sehr, sehr groß von dem, was ich hier wirklich anfertige bzw. darstellen möchte. Ich hoffe, ihr seht, dass es sich wirklich absolut lohnt. Und wirklich eine schöne Alternative ist, sich seine Figuren selbst herzustellen. Anschließend öffne ich das Programm Blender, wie hier. Das können wir auf jeden Fall erstmal rausnehmen. Durch Entfernen drücken, anklicken, entfernen und hier oben entfernen. Gehe danach auf Importieren und suche mir wieder meine Filmbox-Datei aus. Schaue nach dem Ordner, wo ich das alles abgespeichert habe. 3D-Druck. Figuren. Feuerwehren. So, dann habe ich hier schon den Arm zeigenden. So, etwas zu groß, also etwas verkleinern. Ja, komm. Hier ist also schon die Figur, die wir vorhin entworfen haben. So, jetzt haben wir ein paar Sachen noch mit dabei,
die wir eben hier nicht benötigen. Ich muss aber erstmal in den Objektmodus reingehen, den Posenmodus anwählen. Das wieder raus. Klicke hier unten das an, rechte Maustaste, ausgewählte verbergen, damit ich das auf jeden Fall schon erstmal entfernt habe. Ich merke mir das mal nie mit links und rechts. So, wenn ich jetzt etwas ändern möchte, wir befinden uns, wie gesagt, ganz wichtig hier im Posenmodus, dann habe ich jetzt die Möglichkeit, durch Hinzuschalten der Toggle Reiter mir die Skelettfunktion anzeigen zu lassen. Und jetzt sagen wir ganz einfach mal, wir wollen den rechten Arm von unserem Oberlöschmeister ganz einfach auch noch etwas anders gestalten. Dann wähle ich jetzt hier zum Beispiel den Knochen an, gehe anschließend auf Rotieren und kann also jetzt sagen, bitte die Form ändern, beziehungsweise ich ändere die Form selbst. Also so einen Feuerwehrmann brauchen wir nicht, aber das sollte jetzt nur ganz einfach mal sein. So, wenn ihr jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal hier wieder zurück. So, jetzt sagen wir, da sollte irgendwie so ein bisschen angewinkelt sein. So, man könnte jetzt auch die Fingerspitzen zum Beispiel nochmal ändern, dass man eben sagt, okay, der Daumen steht eben nicht so weit ab, sondern etwas weniger. Kann ich das alles individuell so gestalten. So, dann nehme ich das, was mir jetzt hier am Modell nicht gefällt. Wieder linke Maustaste, rechte drücken, weg, weil das brauche ich nicht. Ausgewählte verbergen. Das gleiche könnte ich jetzt hier mit den Fingern machen. Solange bis eben alles sauber ist. Ich habe aber jetzt hier, wenn mich nicht alles täuscht, noch eine halt. Noch einen, gehen wir hier jetzt raus, deaktiviere das mal. Und jetzt sehe ich, dass es hier also noch ein Knochen rausschaut. Den verbergen wir ebenfalls. Jetzt gucken wir mal, was hier noch stört. Im Großen und Ganzen eigentlich nichts weiter. So, also ich habe hier eine Möglichkeit, eine zahlreiche individuelle Gestaltung der Figuren vorzunehmen, so wie ich es eben gerade benötige. Ich könnte jetzt auch zum Beispiel die Beine noch mal etwas versetzen, weil die Stellung ist etwas eigenartig. So, dann nehmen wir das so. Jetzt sagen wir zum einen erstmal ein kleines bisschen nach außen, hätte ich fast gesagt. So, das Bein nach rechts gesetzt, dieses Bein etwas nach links gesetzt. Dann müsste der Knochen. So, mal schauen. Ja, so passt es schon. Den Fuß hier unten müsste ich natürlich ebenfalls noch etwas versetzen. So wäre das ungefähr okay. Dann blende ich mir mein Skelett wieder aus und gehe anschließend oben auf Datei und sage exportieren. So, und beim Exportieren mache ich immer Folgendes: Ich wähle sowohl die STL-Datei als auch die Filmbox und sicherheitshalber für eventuelle andere Nachbearbeitung immer noch mal die OBJ-Datei. Wenn ihr diese alle drei exportiert habt, dann habt ihr schon allein durch die STL-Datei, die fertige Datei drin für euren Drucker. Und ihr könnt über ein Slicer-Programm sozusagen diese Datei des Feuerwehrmannes
laden und entsprechend dann natürlich auch drucken in das Laserdatei. Allerdings bitte beachten, ich habe jetzt hier keine Skalierung vorgenommen. Das mache ich dann immer über dieses entsprechende Programm, indem ich dann ganz einfach darüber dann bestimme, welche Größe meine Modelle haben sollen. Normalerweise kann man das ja machen. Körpergröße geteilt durch 120 ergibt eine Summe X. Ich hatte das anfänglich gemacht gehabt. Bei 1,76 m bin ich dann auf 14,2 oder 14,6 mm gekommen. Diese Figuren wären dann ein krasser Widerspruch zu Noch und Preisam, weil die Figuren sind so in der Regel zwischen 15,2 und 15,8 mm groß. Also gebt dann für unseren TT-Maßstab bitte zum Beispiel 15,7, 15,8 mm ein. Bei einer stehenden Figur sitzend müsst ihr entsprechend selbst noch festlegen. Ich kann euch aber sagen, was ich zum Beispiel gemacht hatte, wenn ich das auf die Schnelle finde. Natürlich nicht. Probiert es einfach aus, welche Größe ihr benötigt und welche nicht. Ich müsste es allerdings irgendwo hier haben. Hier noch nicht. Ja, so. Also gerade stehend 15,2 bis 15,8 ungefähr. Dann habe ich für die Feuerwehrleute zum Beispiel habe ich 16,2 mm gewählt, weil Stahlhelm ist ja immer noch etwas größer, Arbeitsschuhe haben andere Sohlen. Habe dann für die Feuerwehrleute, die dann eben den Schlauch in gebückter Haltung benutzen, 10,5 mm genommen, den zweiten dann mit 12,5 mm. Hausmeister fegend 14,8, weil er ja etwas gebückt ist. Bei den badenden, sitzenden Figuren habe ich zum Beispiel 13,9 mm genommen. Ja, und so weiter und so fort. Also das dazu. So, dann ab mit der Datei in den Drucker. Und wenn das dann alles soweit über die Bühne gegangen ist und unser Druck beendet wurde, dann müsste auf eurer Druckplatte das Ergebnis dann ungefähr wie folgt aussehen. Für alle, die sich noch nicht so mit dem 3D-Druck beschäftigt haben, es erfolgen dann die Schritte, die Objekte komplett sauber machen mit Reinigungsalkohol, dann trocknen. Die Figuren werden von ihren Stützstrukturen vorsichtig gelöst, sodass dann eigentlich nur noch die Figuren selbst vorhanden sind. Nachdem diese dann ausführlich getrocknet sind, kann man dann mit der Bemalung beginnen, die zwar sicherlich etwas Feintuning bedeuten. Ja, und dann kann man sich so ein bisschen an den fertigen Produkten erfreuen. Ja, also hier ganz zum Schluss noch einmal unsere Feuerwehrleute. Die gelben Signalstreifen hatte ich hier noch nicht aufgebracht gehabt. Die Helme waren noch nicht weiß gestrichen. Das war vorab eine Momentaufnahme. Wir schauen jetzt uns mal die fertigen Produkte an. Ich habe hier auf jeden Fall einige Feuerwehrleute schon beim Feuerwehrhaus positioniert bzw. platziert. So, Modellbahnfreunde, ich hoffe, dieses Video war für den einen oder anderen etwas lehrreich. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein Abo da lasst. Ansonsten bis zum nächsten Mal. DS Mova TT.